Ja, hi zum Aussteigerkanal. Heute möchte ich nochmal ein Video machen über den Residenten Nau Habitual, weil ich so viele Anfragen bekomme, wie das geht und sie kommen nicht weiter und ja, also ist echt simpel. Also geht zuerst aufs Finanzamt und holt euch die Steuernummer. Ja, da wird eine deutsche Adresse angegeben am Finanzamt. Das kostet nichts. Da müsst ihr eine Kopie mitnehmen von eurem Ausweis. Hinten und vorn kopieren, dann sind die glücklich. So, wenn man weiß, wie das geht, dann dauert das Ganze allerhöchstens eine Stunde. Ja? Dann nehmt ihr diesen Zettel und rennt zu eurer Gemeinde, in dem Ort, in dem ihr euch anmelden wollt. Ne? Dann nehmt ihr eben den Zettel mit der Steuernummer mit, die steht meistens links oben. Und dann müsst ihr da schon auch eine portugiesische Adresse präparat haben, an der ihr euch anmeldet. Das kann auch manchmal nur ein Apartado sein. Ich kenne Leute, da hat es mit dem Apartado geklappt. Ja, das kann man ausprobieren. Apartado heißt Postfach. So. Jetzt habt ihr also eure Adresse angegeben mit der Steuernummer an der Gemeinde. Ihr bekommt einen Zettel ausgehändigt, in den unten zwei Portugiesen desselben Conselhos unterschreiben müssen. Die müssen bezeugen, dass ihr auch dort wohnt oder dass ihr da dieses Apartado habt. So. Jetzt bekommt ihr wieder einen Zettel. Das ist der erste Zettel der Residencia. So, auf dem steht dann eure portugiesische Adresse und eure Steuernummer drauf. Mit dem Stempel vom Präsidenten des Dorfes, in dem ihr euch angemeldet habt. Das nehmt ihr wieder her und geht wieder zurück zur Kamera dann von dem Conselho. Und also zur Stadtverwaltung quasi. Und gebt diesen Zettel ab und sagt, ihr wollt hier Resident werden, dann bringt ihr entweder einen Rentenbescheid mit oder einen Arbeitsvertrag. Manchen wird die Frage eben gestellt, wie verdient ihr denn euer Geld? Ne? Für Rentner ist das alles überhaupt kein Problem. Für andere, ja, die bringen halt einen Arbeitsvertrag mit. Man kann auch einen Zettel mitbringen, dass jemand einen unterstützt im Monat mit so und so viel Euro. Das ist ein Satz. Wenn es auf Deutsch ist, geht man vorher zum Notar und lässt ihn ins Portugiesische übersetzen. Das kostet 20 Euro. So, und den bringt man mit. Und im Fall, nur im Fall, dass sie fragen, manchmal fragen sie auch nicht, nur im Fall, dass sie fragen, legt man ihnen den Zettel hin und sagt, ja, ich wäre unterstützt finanziell. So, überhaupt kein Problem eigentlich für uns Europäer. Und dann bekommt man die endgültige portugiesische Residencia. Mit dem Zettel rennt man wieder zum Finanzamt derselben Stadt, sagt, man möchte seine Adresse ändern und man möchte Resident Nau Habitual werden. Das nehmen die wahr, aber da machen die nichts. Das muss man selber machen. Also dann bekommt man an diese Adresse, die man dann angegeben hat, an die portugiesische, einen Brief. Sunny, ab jetzt. Ab, Sunny. Bekommt man einen Brief, in dem das Passwort steht, damit man sich im portugiesischen Finanzamt anmelden kann. Ein ganz wichtiger Brief, in dem das Land quasi eure Adresse, die ihr angegeben habt, überprüft. Ja, weil wenn ihr den Brief nicht bekommt, dann ist diese Adresse wahrscheinlich auch nicht aktuell. Ne? Das ist so eine kleine Kontrolle. So. Und dann geht man ins Internet, dann gibt man ein www.portal.dasfinanzas.pt oder .gov.pt. Das ist egal, wie er es eingibt. Da kommt immer dasselbe raus. Dann klickt er drauf. Dann seid ihr im Finanzamt. Dann steht oben rechts Registrasse. Also registrier dich. So, und da klickt ihr drauf. Und da kannst du dich registrieren. Gibt es ein Feld. Da muss man dann das Passwort eingeben. Senha heißt es auf Portugiesisch. S-E-N-H-A. Dann gebt ihr das dort ein. Und dann kommt man auf seine private Seite, ja, Minha Area Pessoal, meine persönliche Zone. Und in dieser Zone kann man dann draufklicken, anmelden zum Residenten Nau Habitual. Ja, das ist ganz simpel, ist wirklich ganz, ganz simpel. Dann hat man sich eingeschrieben, dann wartet man 2-3 Tage. Dann geht man wieder zurück ins System, nicht das Ausloggen vergessen natürlich, wie überall. Dann wartet man 2-3 Tage, geht wieder rein ins System und dann geht man wieder auf Residentin Nau Habitual und siehe da,
es gibt eine Form, die bestätigt, dass ich an dem und dem Tag bin ich in Portugal Residente Now Habitual geworden. Es ist ganz, ganz simpel. Also ich kann auch dabei helfen. Ich nehme ein kleines in Geld, aber ihr könnt es auch sicher selber gut. Und ganz ehrlich, wenn ihr das zum Anwalt bringt, der Anwalt nimmt 3.000 Euro dafür. Ja, deswegen lieben wir die Anwälte so sehr. Also in diesem Sinne wünsche ich euch viel Glück und bis zum nächsten Mal.